In den 80er Jahren beginnt sich ja im Ostblock erstmal etwas zu bewegen. 1985 wird Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU. Wie haben Sie diesen Shootingstar damals wahrgenommen? Also ein neues Phänomen geradezu. Das Gespräch mit ihm war völlig anders als mit den sowjetischen Führern davor, vor allen Dingen verglichen etwa mit Gesprächen, die man mit Brezhnev geführt hatte. Hier war wirklich neues Denken da und Offenheiten. Ich habe deshalb auch meinem später ermordeten Mitarbeiter von Braunmühe gesagt, wenn der das alles umsetzt, was er uns heute hier gesagt hat, dann haben wir eine reale Chance, dass Deutschland wieder vereidigt wird.